Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck Coca-Cola. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt. Zuvor aber noch ein paar Infos zur Firma. Also, die Coca-Cola Company ist ein Getränkehersteller und eines der bekanntesten Unternehmen der Welt. Die Getränke der Firma werden jeden Tag von Millionen Menschen in unzähligen Ländern getrunken. Zu den wichtigsten Getränkesorten des Konzerns gehören folgende Marken: Coca-Cola, Fanta, Mezzomix, Sprite, Bonacqua, Apollinaris und Powerade. Der Konzern wurde 1892 gegründet. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis: dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Leg mal los mit dem ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also, die Aktie kommt aus den USA und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 172 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und es gibt einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium: hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also, die Dividende ist in den letzten 10 Jahren von 0,94 auf 1,64 US-Dollar je Aktie angestiegen. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung und das gibt einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium: wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also, in der Finanzkrise, da hat die Aktie ca. 42% an Wert verloren. Und das ist im Vergleich zu anderen Aktien recht gut und gibt daher einen halben Punkt. Und das Ganze schauen wir uns auch nochmal im langfristigen Kursverlauf an. Den seht ihr hier. Und die Finanzkrise war ungefähr hier in diesem Zeitraum. Da hat die Aktie, wie gesagt, ca. 42% an Wert verloren. Und in den Jahren danach hat die Aktie sich wieder ganz gut entwickelt. Und das führt uns auch zum nächsten Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und hier hat die Aktie in diesem Zeitraum ca. 55% zugelegt. Und das ist ganz okay und gibt daher einen halben Punkt. Dann zum fünften Kriterium: wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 bei 47% und damit haben wir eine Eigenkapitalquote von 53%. Und das ist ziemlich gut im Vergleich zu anderen Aktien, gibt daher einen vollen Punkt. Das sechste Kriterium: wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Also, im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 gab es einen Gewinn je Aktie von 2,07 US-Dollar und im Geschäftsjahr 2020 wird momentan von den Analysten ein Gewinn je Aktie prognostiziert von 1,89 Dollar und im Jahr 2021 soll der Gewinn dann wieder ansteigen und zwar dann auf 2,05 Dollar je Aktie, so zumindest die aktuellen Schätzungen. Und hier schaut es wieder ganz gut aus und daher gibt das einen vollen Punkt. Dann zum letzten Kriterium: liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Also, das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzungen für 2021 liegt bei 23 und damit unter 30 und daher gibt das einen vollen Punkt. Damit kommen wir zum Gesamtergebnis und hier holt Coca-Cola in meinem Sicherheitscheck insgesamt 6 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheck-Ampel landet die Aktie damit noch auf der besten Stufe. Und in meinem letzten Sicherheitscheck vor circa einem Jahr, der hat die Aktie 5,5 Punkte geholt von 6 maximal möglichen Punkten. So, dann zum Abschluss noch ein weiterer Hinweis: mein Check gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der 7 Kriterien. Diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Video.